Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft World. Ja, ich bin kurz hier noch im Creative. Ich habe hier einiges gebaut. Ja, ganz kurz, gleich spielen wir hier normal weiter. Und zwar, ihr seht schon, hier ist ein Turm, da gehe ich gleich von innen durch. Wir müssen jetzt hier von außen dann noch ein paar Sachen hinziehen. Das wird gefährlich. Ich sehe ja, wie tief das runtergeht. Da muss ich noch ein paar Sachen hinböllern. Es sieht schon langsam wie eine Festung aus. Beziehungsweise Schloss, beziehungsweise Burg. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Dann kommt hier noch ein halbrunder Turm hoch und dann mal schauen, wie es weitergeht. So, jetzt ömmel ich mich mal hier hin. So, Survival. Blub. Jetzt bin ich im Survival. Blub, blub, blub. Gut, Schwert nehme ich mal, dann Spitzhacke. Jetzt mobbt mich der Harry. Alter, es ist auch mein Kunde, Junge. Jetzt mobbt mich. Alter, hör auf. Hör auf. Das mach ich. Hör auf. Junge. Ja, weil jetzt hat er ein neues Spielzeug entdeckt. Die Ratte. Ja, blöden Dreizack da und. Die Ratte. Hat ein neues Spielzeug. So, Enderperle habe ich auch noch zwei. Die muss ich wegtun. So, ja. Gut. Wir brauchen. Holz habe ich schon geholt. Das brauchen wir. Dann brauchen wir noch Knöpfe. Knobbers. Hier ein paar Knöpfe. Bin ich dumm? Ja, das bin ich. Knöpfe, Knöpfe, Knöpfe. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen wir 12 Stück. Wupp. 12 Knoppers. Lecker Schmecker. Was machst du? Der Typ verfolgt mich. Was machst du hier? Alter. Der stalkt mich. Hilfe. Unter anderem habe ich auch viele Geheimgänge in meiner Burg eingebaut. Ich weiß aber nicht, ob ich die zeigen will, wenn der Typ hier mich hier dauernd verfolgt. So, kümmern wir uns hier erstmal. Und das Wichtige. Alter! Wenn nicht, gehe ich hier gleich in den Geheimgang. Alter, der ist in meinem Geheimgang, der Hund. Ups. Der Hund. So, zeige ich einfach mal hier meinen Geheimgang. Lup. Das wird natürlich noch cooler. Hier ist so eine Art Panikraum, Fluchtraum, was auch immer. Dann ist man hier in den Raum. Ja, hier kann man Sachen platzieren. Nee, natürlich nicht. Hier kann man dann was zusammensuchen, notfalls was craften und dann ab durch die Mitte und dann wupp, 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 wupp. Ist man hier draußen. Jetzt sind wir genau auf der anderen Seite. Hier kommt ja noch das Dach hin. Hier kommt man dann in den geheimen Speicher oder so. Ähnlich, das ist, denke ich, recht lustig. Gut, jetzt hier Erde. Erde wächst ja wieder zu. Wupp. Hier ist sozusagen der Panikraum. Panic Room. Lup. Wird noch natürlich ein bisschen ausgebaut. Okay, jetzt bin ich ein bisschen zu weit üben hingegangen. Blub, blub. Fackeln wieder hin. Ja, es wird, es wird. Jetzt würde ich sagen, hier habe ich auch eine ganz einfache Wendeltreppe genommen. Das reicht ja, finde ich, für ein Schloss. Es muss nicht immer ein riesiger, riesiger Weg hier sein, wo hoch führt. Hier habe ich jetzt einfach mal so hier gemacht. Bisschen creative oder nicht? Ich weiß nicht, traue ich nicht zu schlagen. Andererseits, der Typ hat mich heute den ganzen Tag getrollt. Nee. Ah! Hätte doch schlagen können. Nee. Also den ganzen Tag hat er mich nicht getrollt, bloß ein, zweimal. Der Harry hier. Ah ja. Mal Licht hinsetzen. Nicht, dass hier böse Molux kommen. Dann, Holzblöcke. Klick, klack, kluck, klump. Das wird lustig. Ich mache die Knöpfe ja alle nicht direkt ran. Und da muss ich noch Stufen ransetzen. Die muss ich. Wehe. 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 Ein Wahnsinniger. So, ja, ich hole gleich mal Treppen. Ich könnte auch jetzt eine Abkürzung benutzen, aber
Lass ihn mal, Alter, Türen hier alle mal zumachen. Es zieht. Sagte er, es befinden sich noch nicht mal Fenster im Haus. Es zieht, mach Tür zu, es sind keine Fenster drin. Ah, so, ja, Stufen wollte ich, mach mich selber schon ganz. Ich hatte auch Stufen dabei. Ich hatte auch schon alles dabei, Junge. Ich mach mich selber schon wahnsinnig. Ah, nehme ich ein paar mehr mit. Ja, lass sie fallen. Mach mich selber schon wahnsinnig. Dann hier machen wir ja zuerst hier die hier, die Treppen. Ah, das wird jetzt eine Akrobatik. Schön ist was anderes. Natürlich. Ach Gottes Willen. Schön ist wirklich was anderes. So. Hier haben wir jetzt die. Ah ja. Ja, ups. Das wollte ich nicht. Was macht der da unten? Hat er was da hingebaut? Nee. Die Ratte. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Der will bestimmt mich jetzt irgendwie trollen. Aber ich hab's auf Video. Kann's mir nicht entkommen. Ich sehe schon, das sind Partikel. Und eine Tür habe ich gehört. Ja, ich kenne dich. Leider kennt er vermutlich meine meisten. Verdammt. Geheimverstecke? Na. Ekelhaft. Ach Mann. So. Nee. Nein, ich wollte eigentlich darüber springen. Ah, müssen wir wieder hochlaufen. Das ist der Nachteil, wenn man burgenhaft einfach baut. Na, normalerweise baue ich so, dass man überall hinkommt. Also von überall. Schönes Deutsch. Kommt von überall hin. Lecker Schmecker. So. Ich hätte da eigentlich auch gleich einen Knopf platzieren können. Ja, kann ich eigentlich. Platziere ich halt gleich da noch einen Knopf. Wenn ich gelernt habe, Blöcke in Minecraft zu setzen. Kann ich mal das da weg. Knopf. Blub. Yay, noch so viele. Lustig. Das Lustige ist aber, bei den Knopfarbeiten. Ich muss da unten auch mal wieder entlang gehen. Die Sachen einsammeln. Das Lustige ist ja, bei. Ups. Bei den Knöpfen hier, also bei dieser Arbeit hier, wo ich hier schon öfters gemacht habe, mit jedem Ding hier, bin ich noch keinmal gestorben. Das ist echt das Lustige. Da bin ich direkt am Aggro. Und bei Arbeiten, wo man mehr im Haus ist, bin ich viel öfter schon gestorben. Da bin ich irgendwie aus unerklärlichen Gründen in den Abgrund geschleddert. Wupp. Wupp. Der hier muss auch noch weg. Nein. Verdammt, den muss ich nochmal aufsammeln. Ne, 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 ne. Humbe. Herr? Es ist. Alter. Echt jetzt. Alter. Oh, ich sag noch. Da bin ich noch niemals gestorben. Nein! Das gibt's nicht. Alter, ich beschwöre es immer.
Ich beschwör's auch noch. Ich wollte eigentlich jetzt MLG machen, na, aber dann rutsche ich aus. Oh mein Gott, wo bin ich da jetzt? Ach, Harry, Harry, Harry. Ei. Das gibt's nicht. Ich baue da um die Ecke rum. Da steht ein Skelett. Ein. Oh, Gottes! Ho! Obama, das war gefährlich. Ein Skelett und da unten steht seine Familie. Das gibt's doch nicht. Es gibt nicht. Ein Skelett steht da oben. Seht mal, wie hoch ich bin. Wie hoch ich bin. Theoretisch könnte ich den Turm bis ganz runterziehen. Mache ich aber nicht. Ach, Gottes Willen. So pompös schaut er von ihr aus. Das gibt es nicht. Wo sind hier meine Sachen? Na toll! Na toll! Danke. Also... Das Spiel will wirklich, dass ich meine Sachen hier wieder bekomme. Bin ich jetzt auf dem Ding hier gestorben? Nicht. Wo bin ich geploppt? Ja gut, dann halt so, dann will ich mich nicht beschweren. Kein Wunder, dass ich ihn nicht gefunden habe. Meine Rüstung ist aber weg. Hä? Also, ich habe wirklich ein Glück. Alles weg. Wir haben jetzt gerade nochmal alles geschaut. Die haben sich scheinbar irgendwie aufgelöst. Keine Ahnung wie. Er sagt, er hat mir es hingeschmissen. Naja, muss ich es mich halt wieder zusammen klapustern, das Zeug. Yeah. So. Eieieiei. Zum Glück war die Rüstung eh ziemlich alles im Arsch. Da, 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 da. Hose, jetzt nochmal schön Helm. So. Blub. Dann. Ein Schwert wollte ich noch machen. Essen hab ich. Also, das ist wirklich sehr komisch. Ach so. Ach, die ganzen Knöpfe auch. Ach man. Oh man. Das ärgert mich trotzdem. Na, da, da, da. Nein, ihr. Lob. Mich mal wieder. Eisenschwert. Ja, viel auf zu große Höhe. Ja, egal. Egal, 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 wenn man sich von alles gleich einschüchtern lässt, dann ist es ja langweilig. So. Dann mopse ich mich eben hier ein paar Sachen raus. Toll. Stufen haben wir jetzt nicht mehr. Ach Gott, wie viel. Ach nein, wie viele Steinziegel da jetzt kaputt gegangen sind. Ja, dann bediene ich mich mal hier mal kurz. Toll. Chuck, Chuck, Chuck. Oben habe ich noch genug Cleanstone, aber dann habe ich jetzt hier mal ein paar Steine, weil Steine brauche ich, brauche ich, brauche ich. So, dann haben wir die, dann ein bisschen Holz. Holz, Holz, Holz. Muss ich wieder Fichtenstämme mitnehmen. Hier auch ein bisschen was mit. Zum Glück haben wir ein bisschen Vorrat. Das ist nicht ganz so schlimm. So, was fehlt mir noch? Ja, außer Knöpfe, nichts weiter. Gut. Dann gehe ich hoch und mache mir mal ein paar Knöpfe. Wollte nur nett sein. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie beim Rausschmeißen hat es irgendwas zerflottert. Der hat alles eingesammelt, auf jeden Fall. Ich habe selber jetzt gerade nochmal reingeschaut in Kreativ. Na, aber egal. Ja, wir haben ja im Prinzip alles, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, ba, 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 ja, einer zu viel, so, tschick. Haben wir doch wieder alles.
Bevor ich jetzt denselben Fehler wieder mache. Hatte ich nicht noch irgendwo? Hatte ich nicht? Verdammt, ich hatte keinen Fall. Schade. Man muss ihn ja auf die altmodische Art töten. Das ist dummes. Also, echt jetzt. Warum steht da ein Skelett? Nur an der einen Stelle. Das gibt es da nicht. Also, oh. Da ist es. Hat sogar eine Rüstung an. Das gibt es doch nicht. An der einen Stelle steht ein verdammtes Skelett. Ah, jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Wir brauchen ja noch Stufen. Hier fehlen ja noch alle Stufen. Stufen. Nee, passt ja. Stufen brauchen wir noch. Schauen wir das? Ja. Ja, Stufen. Da ist jetzt einiges flöten gegangen. An Materialien, aber... Herrgott. Da. Schade, Schokolade. 20 Stück, die sollten reichen. Ja gut, aber dafür haben wir. Bei dem Berg muss ich sagen, der ist wirklich ein Glücksgriff. Da haben wir alles wächst wie Sau. Materialien, wir haben eine Höhentour mal jetzt hier gemacht. In diesem Berg. Alter, so viel Eisen, so viel Gold, alles en masse. Hui. Da kommt man wirklich ins Schlemmen. So. Ja, übrigens, ja. Wir kommen jetzt schön bequem jetzt nach ganz oben. Die ganzen Bäume hier müssen wir noch roten. Da machen wir hier eine Elytra-Abschussstation. Das wird geil. Er hat gesagt, er hat es mal getestet. In Creative. Und da kommt man sehr weit. Wenn man sie hier jetzt abschießen lässt, um die über 1000 Blöcke oder so. Das ist schon dann ordentlich. So. Vorsichtig. Entweder lass mich da jetzt. Gehe ich immer hoch und lass mich runter plumpsen. Das ist halt ein bisschen gefährlich. Nein! Nein! Verdammt. So war das nicht geplant. Ich wollte mich eigentlich runter plumpsen lassen. Ich hätte von vorne machen müssen. Ups. Dann mache ich mal mein MLG. Hoffentlich sammelt er es jetzt nicht wieder ein. Dann werde ich aber weg. Dumm war das. Hey, Level. Schön, was macht ihr so, außer den ganzen Tag runterzufallen? Ah, Mann. Gut, das ist schon sau hoch. Das ist schon ordentlich hoch. Sau hoch. Gutes Deutsch, da bin ich runtergefloppt. Autsch. Autsch. Lupp. Ja. So macht man das hier in Minecraft. Benutzt ihr Treppen? Nee. Jetzt dachte ich schon wieder, jetzt fehlt schon wieder die Hälfte. Jetzt wäre ich aber dann auf die Barrikade gegangen. So, dann das, dann das. Dann das da dahin. Versuch Nummer 2? Nee, Versuch Nummer 2 war es ja noch nicht. War ja schon weiter. Ah, jetzt wird's dunkel. Jetzt wird es dunkel. Oh Gott, Phantome kommen. Das wird jetzt gefährlich. Ich glaube, es könnten Phantome kommen, weil ich schon länger vielleicht nicht geschlafen habe. Schön, was macht ihr so, außer den ganzen Tag runterzufallen? Ah, Mann. Gut, das ist schon sau hoch. Das ist schon ordentlich hoch.
Sau hoch. Gutes Deutsch. Da bin ich runtergefloppt. Autsch. Autsch. Flupp. Ja. So macht man das hier in Minecraft. Nutzt ihr Treppen? Nee. Jetzt dachte ich schon wieder, jetzt fehlt schon wieder die Hälfte. Jetzt wäre ich aber dann auf die Barrikade gegangen. So, dann das, dann das. Dann das da dahin. Versuch Nummer 2? Nee, Versuch Nummer 2 war es ja noch nicht. War ja schon weiter. Ah, jetzt wird's dunkel. Jetzt wird es dunkel. Oh Gott, Phantome kommen. Das wird jetzt gefährlich. Ich glaube, es könnten Phantome kommen, weil ich schon länger vielleicht nicht geschlafen habe. Oder wir? Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir einen Aufzug bauen. Da kommen wir ein bisschen schneller hoch. Schön ist auch, dass hier Wasser runtergeht. Aber ja gut. Lecker schmecker. Kommt auch so hoch. Ganz nach oben. Ganz nach oben. Hopp. Drauf gekommen. Da schlafe ich jetzt mal gleich. Ansonsten haben wir hier ein bisschen Pech. Aber ganz ehrlich, das Skelett hier einfach. Alter. Ich will doch hier nur alles verzieren. Jetzt wisst ihr zumindest, was das für eine Knochenarbeit ist im Survival. Es gibt nicht, was ist heute los? Bei der Arbeit bin ich nie gestorben und ich war stolz drauf. Ach, Mann. Na, 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 na. Dann machen wir es trotzdem von so. So, vorsichtig, schauen, ob ein Skelett da ist. Okay, hier muss ich natürlich jetzt so hinmachen und wupp. Oder ja. Müsste hinhauen, gut. Dann haben wir es ja fast. Eine sehr turbulente Folge heute. 1, 2, wupp. Wahrscheinlich fragt ihr euch, wie konnte der Typ so lang andauernd überleben? Wenn das sagt, er ist bei dieser Arbeit noch nie runtergefallen. gute Frage. Gute Frage. Die beantworte ich jetzt auch. Und zwar, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie ich bei dieser Arbeit niemals gestorben bin. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hatte ich einfach nur Luck. Glück des Todes sozusagen. Blub, blub, blub. Dann wupp. Dann hier ein Knopf, hier ein Knopf. Jetzt sollten wir alles haben. Warum denn nicht gleich so? Fopp. Schön. Also der Turm gefällt mir wirklich richtig gut. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Turm, wo man hoch kann. Schön bequem. Wupp, wupp, wupp. Natürlich kommt noch ein Weg außerhalb von meiner Burg hoch, dass man hier auch normal hochkommen kann. Oh, schön. Haben wir auch alles. Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Knopf, 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 Knopf. Dürfte jetzt gut ausschauen. So, jetzt schauen wir nochmal kurz im Survival, wollte ich jetzt sagen. Creative, ob wir was vergessen haben, weil hier sehe ich es am leichtesten. Da ist nichts. Alles dran, ja, ja, ja. Sieht gut aus. Optimal. Alter, das... Also die Burg wird wirklich geil. Oder Festung oder Schloss oder was auch immer. Das wird wirklich geil. Es wird wirklich geil, wenn hier dann noch ein Turm rausragt. Das wird schön. Puh, dann mache ich da noch was hin. Dann habe ich eigentlich ziemlich jede Ecke ausgefüllt, wenn ich jetzt hier mal so sehe. Aber es wird langsam... Es ist schon... pompös. Und das Coole ist, ich habe ja viele Geheimverstecke reingemacht. Und Geheimgänge, nicht nur den Eingang, da wo ich euch jetzt gezeigt habe, sondern noch deutlich mehr, deutlich mehr. Wir hatten natürlich dann noch viele, viele mit Redstone verbunden und alles Mögliche.
Das mache ich dann auch noch. Aber heute nicht mehr. Das mache ich dann, wie gesagt, wenn es an den Arbeiten geht, wo ich... An den kreativen Arbeiten, will ich jetzt mal nennen. Wenn es zu den Arbeiten geht, will ich das machen. Wir müssen dann auch hier mal alles abholzen hier oben. Dann wird das hier schon... Oh, die fliegenden Inseln muss ich hier auch wegmachen, weil... Es schaut halt nicht so schön aus, will ich mal sagen, weil die halt zu klein sind, um was wirklich Nützliches draus zu machen. Es sieht, denke ich, wirklich, wirklich, wirklich alles soweit gut aus. Und ja, ich würde damit sagen, war es das dann auch schon wieder von dieser, wirklich heute war es wirklich sehr turbulenten Folge Minecraft World. Und was macht der da schon wieder? Bitte lass mich nicht da mal allein mit diesem Wahnsinnigen. Was macht er jetzt? Ich glaube, ich sollte lieber jetzt ganz schnell die Folge beenden. Und was macht er jetzt? Wenn er mich jetzt schubst? Mal sehen. Nee, glaube ich nicht. Schubsen würde er mich nicht. Was macht er jetzt? Was macht er? Was macht er? Was macht er? Was macht sie? Akimbo! Ja. Ja, wo war ich jetzt gerade? Ich glaube, wir sollten lieber doch jetzt die Folge finden. Oh, er schenkt mir eine Hacke, die ich verloren habe. Na, Alter. Schenkt mir keine Sachen. Na, vorsichtig, umdrehen. Blub, blub. Behalte deinen Schrott. Und damit bedanke ich mich dann nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Alter, die will ich nicht.